Ich habe mich mal ganz schnell zum Veldelsee bringen lassen. Und zwar soll hier eigentlich ein Regenbogen sein. Den ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sehe. Und damit erst einmal herzlich willkommen zurück. Heute soll sich zumindest vorerst alles um das Regenbogen-Event drehen. Und warum stehen hier so viele Leute? Das wäre dann noch die nächste Frage. Ja. Das ist jetzt blöd. Also im doppelten Sinne, weil ich jetzt hier extra Geld ausgegeben habe, um nach hier zu reisen und hier einfach kein Regenbogen ist. Das finde ich gerade sehr gemein, ehrlich gesagt. Es ist ja auch nichts eingezeichnet, dass hier irgendwo der Kobold ist. Tja, die haben schon alle ihre Ausrüstung hier. Gut, die Sachen, die hatte ich ja letztes Mal auch, die sind ja jetzt leider weg. Und ich hatte jetzt noch keine Zeit, sie jetzt zu holen. Was mich jetzt doppelt ankotzt, gerade, dass jetzt der versprochene Regenbogen nicht hier ist. Ja. Das ist aber eindeutig der Veldelsee, wo ich hier bin. Und alle stehen hier so ein bisschen blöd rum, weil sie wahrscheinlich denken, ja, hier sollte gleich der Regenbogen sein. Der aber irgendwie nicht da ist. Ja, ich würde sagen, in der Zeit, in der ich warte, ob er vielleicht doch nochmal kommt, werde ich mal eine kleine Runde starten und ich schalte euch gleich nochmal hinzu, ob er vielleicht doch nochmal aufgetaucht ist. Also, kleines Zwischenupdate. Ja, hier hat gerade jemand gefragt, wo es den nächsten Regenbogen gibt. Die warten ja alle auf den Regenbogen, habe ich festgestellt. Ich bin jetzt gerade auch durchgekommen, habe eine neue Höchstleistung, was mich jetzt gerade weniger interessiert, ehrlich gesagt, weil ich möchte endlich mal den Regenbogen finden. Ja, jetzt sind sie alle am Weglaufen. Vielleicht gibt es irgendwas im Chat. Nee, da steht nur... Ja, die schreiben nur, wo ist der Regenbogen? Kein Plan, komisch. Wo ist der nächste? Also, die sind alle hier sehr überrascht, weil die auf den Regenbogen warten, genauso wie ich. Und er ist nicht hier, obwohl wir nach 19 Uhr haben und am Veldel sind, am Veldelsee sind. Wo er sich aber irgendwie, ja, gemeinerweise nicht befindet gerade. Ich bin jetzt gerade zu mehreren Enden gereist, Stationen gereist. Und hier bei Firegroove habe ich jetzt gerade einen Regenbogen gesehen. Wobei der, glaube ich, oh, alle sausen jetzt Richtung Regenbogen. Wobei ich nicht genau sicher bin, ob das jetzt noch zu Fireproof gehört oder nicht. Ja, ist egal. Lauf, ich will zum Regenbogen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, weil die mir meine Zeit geklaut haben. So, da unten. Oh, ich befürchte das Schlimmste. Fort Pinter? Oder gehört das hier noch zu Fireproof? Nee, es ist noch in Fireproof, so wie es aussieht. Ja, 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 ja. Hier vorne ist er. Hoffentlich ist der Kobold auch da. Kobold! Da ist er. Da, wo sie alle drum stehen. Lasst mich auch mal zu ihnen. Ich will ihn nur mal kurz ansprechen. Hallo. Oh mein Gott. Also wir haben das ja schon alles gelesen bei der einen Folge, wo wir wegen der Regenbogen-Quest das alles gemacht haben. So. Dann... wir wissen, dass wir, glaube ich, absteigen müssen vom Pferd, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir müssen halt diese Minispielchen machen. Mein Gott. Okay.
Also das mit dem Ton haben sie nicht verbessert. Das war eindeutig drin, aber ich nehme es jetzt mal einfach so hin. Ich habe ja schon gemerkt, dass es nicht so hundertprozentig ist. Wo sind denn die meisten Leute? Es sind auch 9 Plätze übrig. Da ist noch einer. Hinten links von mir ist auch noch einer, okay. Was macht die denn? Das war auch definitiv drin. Aber wie gesagt, ich nehme es mal so hin. Ich meine, gut, man bekommt ja doch sehr viel, muss man dazu sagen. Aber ich bin trotzdem ein bisschen irritiert, warum jetzt der Regenbogen um 7:15 abends hier in Feiergrove ist. Vielleicht hat der Regenbogen sich ja vertan. Endlich mal gezählt. Sehr schön. So, welche Stelle haben wir hier denn noch? Hier oben stehen welche, aber ich glaube, die gucken dann nur oder reden dann nur. Da unten ist noch was. Links von mir stehen auch welche, aber das sehe ich jetzt nicht. Stehen wir nicht im Bild, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Sehr schön, so muss das sein. Wenn ich denn wieder auf mein Pferd raufkomme, heißt das. So, da hinten waren wir auch schon. Wir haben jetzt natürlich auch nicht mehr so viel Zeit, um die Sachen beim Kobold einzulösen. Und hier oben stehen welche, aber da ist nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, bis wo hier dieses Gebiet ist, dass ich was finden kann. Ah, da hinten ist noch was. Es sieht so schön aus mit dem Regenbogen hier. Schade, dass natürlich jetzt auch sehr viele Leute hier sind. Sonst hätte man ja so ein richtig schönes Bild mit dem Regenbogen machen können. War auch eindeutig drin, aber naja. Soll mir egal sein. Das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Da oben kamen sie auch her. Ist die Frage, ob da noch was war. Die reiten hier auch so kreuz und quer. Und hin und her. Ah, da hinten ist noch was. Ich bin ja auch gerade irgendwie ein bisschen am Lecken. Ich glaube, es sind jetzt gerade doch sehr viele auf dem Server drauf. Na, ich bin schneller, ich bin schneller. Ah, ja, das war mein Fehler. Ne, da habe ich jetzt... Da habe ich jetzt Mist gebaut. Die neben mir offensichtlich auch... Weil sie ist auch sehr schnell wieder weg gewesen. Vielleicht haben wir uns auch gegenseitig jetzt blockiert. Wer weiß. Da ist noch einer. Yay. Lasst mich auch. Lasst mich auch. Der war auch eindeutig drin. Aber gut. Das ist mein Pferd.
Ich wollte gerade schon aus Gewohnheit hier auf den schwarzen Friesen sitzen. Was aber nicht mein schwarzer Friese war, habe ich dann festgestellt. So, hier ist nichts. Anscheinend gibt es auch wirklich unterschiedliche Ebenen. Weil da, wo die Leute absteigen, ist nicht unbedingt da, wo auch was ist. Hä? Hier war gerade noch ein Haufen. Wo ist der jetzt hin? Wollt ihr mich veräppeln? Sag mir bitte nicht, dass man da schnell sein muss, damit man überhaupt die Haufen benutzen kann. Das wäre aber jetzt richtig blöd. Das wäre jetzt aber richtig doof gemacht dann. Im letzten Mal sollen ja angeblich auch noch 5 übrig geblieben sein. Also bevor das Update wieder neu gestartet wurde. Und ich habe da nichts von mitbekommen. Also ich habe keinen einzigen gesehen irgendwo. Ich bin ja zig mal durchs Feld gelaufen, so wie jetzt gerade. Ja, jetzt sammeln sie sich alle hier. Hier ist nichts. Ich würde sagen... Ah nein! Ist der schon weg? Ach scheiße. Entschuldigung. Och Mann. Ich wollte gerade noch sagen, ich würde sagen, dass wir uns jetzt hier schnell zum Kobold begeben. Aber das war dann wohl nichts. Eigentlich sollte der jetzt um halb bei den vergessenen Feldern hinkommen. Ja, ist jetzt die Frage, weil wir sind jetzt nach Firegrove. Die vergessenen Felder, da bin ich eben hingereist. Da war nichts. Was logisch ist. Wobei ich jetzt nicht verstehe, warum er jetzt hier in Firegrove gewesen ist. Also das werde ich mal aktualisieren, auch auf meiner Homepage. Es kann sein, dass er dann immer da ist. 19 Uhr in Firegrove. Ja, da müsst ihr dann mal einfach schauen, wo er dann genau ist. Ich würde sagen, ich nutze jetzt noch eben die Zeit, mach noch... ja, mach noch ein paar Rennen, ist vielleicht auch blöd, weil die habe ich alle schon. Obwohl, die Rennen hier vorne habe ich noch nicht. Genau, dann reite ich jetzt eben zu denen hier vorne hin. Und schalt euch dann gleich wieder hinzu, falls ich denn noch mal einen Regenbogen finden sollte. Ich habe ihn gefunden. Ich habe gerade noch mal 2 Rennen gemacht und bin dann am Ziel angekommen. Und habe gedacht, ah, vor mir ist der Regenbogen. Er ist wieder hier Richtung, ja, Richtung Fort Pinter. Was ist denn hier? Die Goldfelder, genau. Da sollte er eigentlich vor einer Stunde gewesen sein. Aber okay. Da ist der Kobold. Mit dir möchte ich tauschen. Ja. Ja, red nicht so viel. Wir kennen das alles schon von einem vorherigen Video. Ja, weiter, weiter, weiter. Wenn die sich nicht alle da in den Weg stellen würden, könnte man den auch anklicken. Aber nein, man muss sich so reinstellen. Weil, ja, weil sie halt eben alle im Weg stehen. Ja, komm, red weiter. Los. Wie viel habe ich denn noch? Keine Ahnung. Ich tausche mal einfach fleißig. So. Noch können wir. Wir machen das jetzt wohl etwas schneller. Also ich werde jetzt erstmal alles tauschen. Und werde... Nee, ich habe nichts mehr zum Tauschen. Oder habe ich einfach nur... Doch, Platz habe ich noch. Und ziemlich viel Mist bekommen sich gerade. Egal, wir suchen uns jetzt erstmal noch ein paar Häufchen. Das hört sich irgendwie eklig an. Und suchen nochmal nach Gold. Nein, du sollst nicht steigen, du sollst absteigen. Los, zackig. Wenn das nämlich stimmt, dass die auf einmal weg sind. Es kann natürlich sein, dass die eben weggegangen sind, als der Regenbogen weggegangen ist und ich das gar nicht mitbekommen habe. So, das
zwar drin, aber ich bin es ja gewohnt, dass das Letzte nicht macht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir suchen uns ganz schnell einen neuen Haufen, was sich immer noch seltsam anhört. Hier Rockenwelt, aber ich glaube, hier ist nichts. Doch, da hinten. Aha. Geh hin, geh hin. Geh hin, geschwind, mein Kind. Nein, nein, ich bin so blöd. Ich bin so saudämlich. Das war jetzt wirklich mein Fehler. Ah, verdammt. Verdammt. Schnell wieder zum Nächsten. Wo ist der Nächste? Gib mir Gold, bitte. Oder gib mir einen Erdhaufen, wo ich noch Gold suchen kann. Nein, du sollst einfach nur absteigen, wenn das Pferd sowieso schon steht. Was verstehst du daran nicht? Lauf doch einfach hin. Jetzt bin ich so nervös. Hab viel zu schnell geklickt. Das war wirklich absolut mein Fehler gerade. Oh, jetzt hatte mich gerade abgelenkt. Aber es ist noch gut gegangen. Ja gut, hier war ich jetzt drin. Das ist allerdings nicht gut gegangen, weil er es nicht akzeptiert hat. Aber, naja, wie gesagt, kennen wir schon. Aber die eine, die hat mich gerade eben voll abgelenkt, dass das gerade noch so gut gegangen ist. Ich wollte schon viel zu früh drücken. Haben wir hier irgendwo noch Erdhaufen? Ich habe nicht so viel Zeit. Nein, du sollst weiterlaufen. Ich habe total vergessen, dass ich dich laufen lassen muss. Da ist noch einer. Bleib stehen. Setz dich runter. Los. Steig ab. So, jetzt komme ich gar nicht mehr auf Start hier. Sehr schön, so muss das sein. So, wie viel haben wir noch? Zeig's mir, sag's mir, wie auch immer. Da hinten ist noch einer. Hey, hier bin ich, hier steige ich ab. Oder auch nicht, wenn meine Reiterin nicht absteigen will. Hallo? Warum möchtest du nicht absteigen? Möchtest du kein Gold haben? Bist du dumm oder was? Die will nicht mehr vom Pferd absteigen. Hallo. Ich möchte hier aber das Gold abheben. Also buddeln oder wie auch immer. Boah, kann doch nicht sein, dass ich einen halben Meter daneben machen muss. So. Sie hat es nicht geschafft. Umso mehr Gold für mich. Vielleicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Darf ich mich bewegen? Nein, ich muss es wegklicken. Okay, habe ich vergessen. Ich bin jetzt gerade etwas unter Stress. Hier geht mir alle aus dem Weg. Ich muss Erdhaufen finden. Beziehungsweise ich muss Erdhaufen mit Gold drin finden. Wie viel haben wir noch? 5. Warum steht hier oben einer? Ah, hier unten ist was. Hier unten ist was. Steig ab. Steig ab! Die nehmen dir alle dein Gold weg. Ich wollte gerade sagen, nehmen die mir jetzt wirklich mein Gold weg? Na gut, der war jetzt auch drin, aber... ich habe aber jetzt irgendwie so das Gefühl... Je mehr Leute da dran sind, umso kleiner ist dieser Bereich. Kann das sein? Kann jetzt auch so ein Trügschloss von mir sein, aber sah jetzt irgendwie gerade so aus. Jetzt sind auch wieder viele Leute da. Mal gucken, ob ich jetzt wieder so einen kleinen Radius habe, weil davor war der Radius eigentlich viel größer. Meine ich. Hat er wieder nicht akzeptiert, obwohl es drin war.
Hallo, dreh dich doch mal. Ich meine, dass es eben größer war. Ich würde jetzt nicht dafür die Hand ins Feuer legen, aber ich meine schon. Drei Plätze haben wir noch übrig, aber die Zeit wird langsam knapp. Hier unten ist noch einer. Steig ab, steig ab. Sehr gut. Geh weg, ich muss zu meinem Pferd. Zwei, glaube ich, haben wir jetzt noch. Wenn ich das jetzt richtig. Ja, genau. Hier ist doch, hier ist einer. Hilfe, bleib stehen. Nein, ich wollte die Zehe drücken. Jetzt steigt die wieder nicht ab. Doch. Diesmal schon, okay. Ach, geh mir aus dem Weg, Mann. Hat er wieder nicht akzeptiert, obwohl es drin war. Ach, das war eine Spinne, die ich gerade gehört habe. Die ist echt süß, hat die sich angehört. Also die ist auch süß. Ich hoffe, dass ich endlich mal irgendwann nach Eponia komme, um das machen zu können, die Quest. Weil die Spinnen zu finden, denke ich mal, ist nicht schwer. Aber ja, man muss halt erstmal die Quest bekommen. Das ist halt das Blöde daran. Haben wir jetzt hier noch irgendwo einen Haufen? Ich sehe jetzt so gerade aktuell nämlich nichts. Sonst würde ich nämlich sagen, dass wir mal auf Nummer sicher gehen und die Sachen beim Kobold eben abgeben. Naja, also ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz schnell zum Kobold. Ich hatte ja letztes Mal so unheimlich viel Glück, dass ich schon fast die komplette Ausrüstung vom Pferd zusammen hatte. Ja, und dann kam ja das Reset vom Update und jetzt habe ich nichts mehr. Was ehrlich gesagt sehr, sehr ärgerlich ist, weil ich jetzt fast nichts von dem bekommen habe, was ich da ja, schon hatte. Mal schauen, ob das noch was wird in Zukunft. Jetzt einfach mal die ganze Zeit mit dem. Ich habe es auch gerade gesehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Heu bekommen. So Mist brauche ich natürlich nicht. Handschuhe. Okay, das dürften dann die von der Regenbogenausrüstung sein. Ich glaube, das war ein Apfel oder so. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Das ist so blöd, dass man immer die anderen im Weg hat und nicht vernünftig drauf tippen kann. Ich habe nichts mehr. So, mal sehen. Also ich habe zweimal diese Satteltasche bekommen. Die Äpfel, glaube ich, können wir stapeln. Genau, dann machen wir das doch mal eben direkt. Komm mal hin. So. Das stapeln wir auch. So. Das können wir mit oben stapeln. So. Ich habe jetzt zweimal die Gamaschen bekommen, die ich hier eh nicht anzeigen kann. Keine Ahnung, was. Achso, das ist Regenbogengold. Okay. Zweimal die Satteldecke. Ich zeige euch das mal so ein bisschen hier abseits. Ich kann jetzt hier sowieso nichts mehr machen. So, also ich habe zweimal die Gamaschen bekommen, die ich leider nicht zeigen kann, aber ihr seht sie ja hier überall im Hintergrund, die hat irgendwie jeder bekommen. Zweimal diese Satteltasche, die auf der anderen Seite, glaube ich, kommt. Ja, genau, das ist die hier. Die ist sehr, sehr hübsch, finde ich. Zweimal die Satteldecke. Eigentlich fehlen mir jetzt nur noch die Sättel und die Trense. Ich habe absolut nichts für. Doch, Moment, ich habe was für einen Reiter bekommen. Ich habe Handschuhe bekommen, die nicht in Regenbogenfarben sind. Aber sie heißen Regenbogenfarben-Kollektion. Immerhin etwas.
Achso, doch, Moment. Ich habe zweimal die prismatischen Schuhe bekommen, die auch vom Regenbogenkostüm sind, aber ebenfalls nicht in Regenbogenfarben sind. Ah, ich habe das T-Shirt bekommen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das sieht cool aus. Das habe ich bekommen. Okay, also es hat sich doch gelohnt. Also ich habe doch so einiges jetzt schon zusammenbekommen. Da freue ich mich doch sehr. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich noch einiges bekommen werde. Was ist das denn hier hinten? Das sieht aber, da muss ich mal eben einen Ausdruck von machen. Ah, jetzt ist es schon weg. Das sah nämlich aus wie eine weiße Satteltasche. Ich habe aber nur eine schwarze, ne? Eine schwarze. Es gibt anscheinend auch noch eine weiße davon. Oder es ist vielleicht eine alte. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall fleißig weiter Regenbögen sammeln, beziehungsweise Gold sammeln die nächsten Tage. Und dann werde ich euch, wenn das Event vorbei ist, nochmal einen kurzen Einblick gewähren, was ich denn tatsächlich so alles erhalten habe. Bis zum nächsten Video.